Ja, hallo, heute geht es um die LoRa-Wetterstation vom DJ7OO, dem Klaus, wie ich euch ja das letzte Mal schon versprochen habe, dass ich euch die vorstelle. Wie ihr hier seht, erkennt man hier Wind Speed, den Luftdruck, die Höhe, die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur. Ganz schön, das ist das TDGO V2 Board. Damit kann man das machen. Also wirklich ganz, ganz toll. Den Verdrahtungsplan grundsätzlich werde ich euch jetzt dann gleich einblenden. Damit sollte eigentlich keiner ein Problem haben, die Sache zu verdrahten, diese zwei Sensoren, wo ich da dran habe. Und ja, wie ihr seht, ist jetzt hier Windspeed 0. Das ist klar, wenn ich hier nicht mehr an dem Windsensor drehe, ich habe vorhin mal dran gedreht, dann zeigt der Windspeed 0 natürlich. Ansonsten alle anderen Daten werden immer angezeigt. Aber wenn kein Wind da ist, ist kein Wind da, ne? Ist klar. Wirklich ganz tolle und feine Sache ist das. Wie gesagt, ich schalte es mal aus. Und zwar, der sendet ja diese Wetterdaten via LoRa. Und irgendein iGate empfängt das dann, ne? Irgendein iGate empfängt es, wie auch die Tracker. Ich mache mal gerade hier den Stecker ab, dann kann ich euch das auch dann gleich besser zeigen. So. Ich habe da jetzt keinen Akku dran oder so, ich habe das jetzt mit USB, ne? Ja, mit Strom versorgt. So. Ja, wie gesagt, diese Wetterdaten, wo ihr gerade gesehen habt, die werden per LoRa gesendet von diesem kleinen V2-Board. Das V2-Board kann ja auch senden, nicht nur empfangen. Wie gesagt, den Verdrahtungsplan habt ihr ja gesehen, den habe ich euch jetzt gerade eingeblendet. Und dann macht ihr einfach am besten das Video auf Stopp und macht einen Screenshot, dann dürfte das alles kein Problem sein. Nicht wundern, wie ich das jetzt hier verdrahtet habe. So sollte man das nie unbedingt machen. Ich habe es eigentlich zum Probieren einfach auf die Schnelle gemacht, gell? Ihr macht das bitte schön anständig, nicht so wie ich hier so ein bisschen gepfusche, ne? Aber es funktioniert so, ja? Nur mal, dass ihr das seht. Und zwar hier auf Pin 21, da wird der Windsensor ist im Grunde hier nur so ein Windrad. Das kennt ihr von den normalen Wetterstationen. Ist nicht teuer, kostet um die 19 Euro bei Amazon zum Beispiel. Die Links zu allen Bauteilen natürlich wieder alles in der Videobeschreibung. Hier ist ja einmal die Stromversorgung von diesem Sensor, hier die Datenleitung, die geht hier auf Pin 21, das seht ihr aber auch auf dem Verdrahtungsplan. Von dort aus dann wieder mit einem 10 Kiloohm Widerstand auf Ground, ja. Dann haben wir hier einen kleinen ja, BME 280 Sensor, der liefert dann Temperatur, Luftdruck und Luftfeuchtigkeitsdaten und so weiter. Mehr braucht man eigentlich nicht wie diese zwei Sensoren hier, ja. Wind und auch für alles andere der kleine hier. Tolle Sache finde ich das. Das Ganze kann man natürlich dann in ein schönes Gehäuse noch einbauen, ne? Das werde ich natürlich dann auch noch machen. In ein schönes Gehäuse einbauen und dann ja diesen Windsensor schön montieren, damit dann auch dementsprechend die Wetterdaten anständig aufgenommen werden. Ja, diesen kleinen BME 280 Sensor, der wird im Grunde hier, also ich habe hier die Stromversorgung von dem Windsensor, den habe ich jetzt hier einfach mit dran gelötet an das Jumperkabel. Da macht ihr bitte was Anständiges, ne? Also das sollte man nicht so machen. Ich wollte es euch nur mal zeigen. Ja, also Stromversorgung, auch an die Stromversorgung des kleinen Sensors hier mit dran koppeln. Hier links daneben von euch aus geschaut jetzt ist auch Erdung. Ne? Das geht dann hier auch zu dem. Das ist hier übrigens auch gekennzeichnet auf dem kleinen Sensor. Spannung, Erdung und so weiter. Ich gucke mal, ob ich euch das ein bisschen besser zeigen kann hier. Ist halt sehr, sehr klein. Aber da seht ihr, dass das hier drauf geschrieben ist, ne? Da könnt ihr eigentlich nichts falsch machen. Ja.
die Daten von dem kleinen Sensor hier werden hier an den letzten Pin, und zwar das am letzten Pin kommt SDA, der SDA-Anschluss und hier der SCL-Anschluss, zwei Pins dann dementsprechend freilassen und hier weiter. Aber wie gesagt, macht euch einen Screenshot von dem Verdrahtungsanschluss, von dem Verdrahtungsplan. Hat übrigens auch der Klaus gemacht. Kann nicht viel schief laufen, ne? Ich zeige euch jetzt mal. Deswegen macht das bitte ein bisschen anständiger wie ich jetzt hier. Ich habe das mal auf die Schnelle gemacht, es funktioniert, ist alles gut, klappt, aber da gibt es bessere Lösungen natürlich, ne? Ja, das werde ich auch nochmal alles umändern natürlich und werde das ein bisschen anständiger machen, ne? Ich werde es dann wahrscheinlich auch direkt hier festlöten und ja. Gut, ihr habt es gesehen, es funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Wie gesagt, Links zu diesem Windsensor und zu diesem kleinen Luftdrucktemperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor und zu dem Board und zu allem setze ich euch wieder in die Videobeschreibung. Und natürlich zeige ich euch jetzt auch, wie man hier diese Software vom Klaus auch hier drauf kriegt, ne? Auf dieses kleine V2-Board. Ist alles gar nicht so schlimm. Ist eigentlich fast genauso einfach wie bei dem LoRa Decoder, wo ich euch das letzte Mal vorgestellt habe, ja, von ihm. Gut, dann schalte ich mal um auf die PC-Kamera. Ja, so, wir sind jetzt hier wieder auf der Seite vom Klaus, wo er seine LoRa Wetterstation, APRS Wetterstation vorstellt. Klare Sache, dadurch, dass natürlich das Board diese Daten sendet und ein iGate, wenn es denn in der Nähe ist, empfängt, werden diese Daten selbstverständlich dann auch bei APRS FI oder APRS Direkt natürlich ersichtlich werden. Ja? Also das ist klar, das wird dann auch angezeigt auf den APRS-Karten im Internet, ja, weil diese Daten dann über den Internetserver eingespeist werden. So, hier seht ihr schon mal auch ein Bild von der Wetterstation, im Grunde so wie ich es euch auch gerade gezeigt habe. Bloß der Klaus hat das natürlich schon gleich schöner verdrahtet wie ich. Aber wie gesagt, das kommt noch alles. Hier sind dann auch schon ja, Informationen, wie man das, die Sensoren ja, verdrahtet, auf welche Pins. Und ja, hier ist jetzt auch der Windsensor drin. Im Übrigen möchte ich auch sagen, dass der Klaus da auch immer dran ist und diese ganze, auch diese Wetterstation immer weiterentwickelt. Ich denke mal, vielleicht wird als nächstes auch die Windrichtung noch dazukommen. Also die Windgeschwindigkeit haben wir ja, jetzt könnte vielleicht noch die Windrichtung dazukommen. Aber das wird sich alles entwickeln, das geht immer alles nicht so schnell. Aber auch da würde ich an eurer Stelle immer ein Auge drauf haben, wenn hier ein Update passiert. Und ja, dann habt ihr gleich eine schöne Erweiterung, weil grundsätzlich kann das Board noch mit weiteren Sensoren ausgerüstet werden. Das ist alles kein Problem. Und da, denke ich, wird beim Klaus auch noch kein Ende in Sicht sein, denke ich mal. Hier ist auch nochmal der Verdrahtungsplan mit Windsensor. Das, was ich euch vorhin schon eingeblendet habe, habt ihr hier auf der Internetseite von ihm auch nochmal dargestellt. Dann beschreibt er hier schon, was man für Einstellungen in der Konfigurationsdatei noch machen muss bei seiner Software. Das machen wir aber gleich auch durch. Hier kann man auch den Zeitintervall bestimmen, in welchem Zeitintervall gesendet werden soll. Dann erscheint auch hier auf dem Display ein On-Air und dann wird das gesendet, diese Daten. Ja, und dann hoffen wir, dass natürlich ein iGate in der Nähe ist, der das auch empfängt. Und dann sieht das hier so bei APRS FI oder APRS Direkt dann dementsprechend aus. Ne? Dann sind dann eure Daten wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und natürlich jetzt auch den Windspeed ist auch mit dabei, die Windgeschwindigkeit. Hier seht ihr auch nochmal das Bild, ne, mit dem LoRa Decoder, wo ich euch das letzte Mal schon vorgestellt habe. Ja, und hier ist dieser kleine Sensor, ja, schön verdrahtet, schön gemacht. Runterladen tut ihr euch die Software, indem ihr hier steht einmal der Link zu seiner Internetseite und dann hier steht LoRaWX1212.zip. Diese ZIP-Datei könnt ihr einfach draufklicken und dann könnt ihr euch die runterladen, diese Software. Ja?
Relativ einfach, alles gut. Diese entpackt ihr natürlich dann. Und ja, was auch noch wichtig ist für die Einstellung, weil ihr hier die, ich zeige euch das nochmal hier, die Koordinaten einstellen müsst. Da bin ich auch drauf reingefallen, weil das ist ein spezielles APRS-Format an Koordinaten. Das ist aber gar nicht so schlimm, da müsst ihr gar nicht viel rechnen, denn es gibt auch ein APRS-Koordinatenberechnungs, ja, Internetseite. Da gebt ihr einfach eure Koordinaten in metrischen Einheiten ein, klickt dann hier auf Berechnen und dann wird hier umgerechnet, wie es im APRS-Format auszuschauen hat. Das ist dann ganz wichtig bei der Konfiguration. Den Link dazu setze ich euch natürlich auch wieder in die Videobeschreibung. Da müsst ihr nicht viel rechnen. Gut, wie gesagt, ihr ladet euch die Software runter, entpackt die. Dann öffnet ihr euer Arduino-Programm mal wieder. Das haben wir ja schon das letzte Mal benutzt. Wichtig ist natürlich, dass ihr dann das dementsprechend richtige Board auswählt, weil in der Software habt ihr die Auswahl zwischen dem TDGO oder dem Helltech LoRa 32 Board, je nachdem, was ihr für eins habt. Also da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Ihr könnt entweder das TDGO benutzen oder das Helltech, ne? Je nachdem, was ihr habt oder was ihr gerne möchtet. Ich habe ja das TDGO. Im Grunde aber alles von den Einstellungen her nicht schlimm. Wichtig ist natürlich wieder, dass ihr das richtige Board auswählt, da ihr ja vielleicht schon den APRS, also LoRa APRS Decoder installiert habt. Ist hier in der Boardverwaltung auch schon dieses ESP32 Arduino drin. Falls ihr das jetzt noch nicht gemacht haben solltet, dann schaut mal bitte im letzten Video zu dem LoRa APRS Decoder. Da erkläre ich auch, wie ihr zu diesem Board-Auflistung hier kommt. Ja. Ich habe auch im letzten Video vielleicht vergessen zu sagen, dass wenn die Boards hier unter Werkzeuge, ja, Moment, hier genau, wenn das hier nicht auftaucht, ja, dann könnt ihr hier unter Datei und könnt hier unter Voreinstellungen hier diesen Satz noch einfügen: zusätzliche Bordverwalter-URLs. Diesen Satz werde ich euch auch noch mal in die Videobeschreibung kopieren, ja? Und dann drückt ihr einfach hier auf OK und gut ist, ne? So, auf jeden Fall, ihr müsst das Board auswählen. In dem Fall, ja, ihr habt ein V2-Board, aber das taucht hier in der Liste nicht auf, ne? Da wählt ihr einfach das TDGO LoRa 32 OLED V1 aus. Das ist im Grunde von der Belegung her dasselbe, von daher ist es egal, dann wählt ihr einfach das hier aus, ne? Wie gesagt, das V2 wird hier nicht auftauchen in der Liste. Wie gesagt, wie ihr hier dazu kommt, schaut mal bitte bei dem LoRa-Decoder-Video, was ich vorher gemacht habe, nochmal kurz rein, da erkläre ich euch das. Dann auch hier wieder wichtig, natürlich den richtigen Port auszuwählen, ja, wo das Board dementsprechend angeschlossen ist. Das könnt ihr im Notfall auch im Gerätemanager dann halt feststellen. Gut, dann klare Sache, müsst ihr hier auf Öffnen und müsst natürlich dann in dem Ordner, wo ihr runtergeladen habt, also in dem ZIP-Ordner, da steckt ihr dann nochmal ein Ordner drin, beziehungsweise zwei für das jeweilige Board. Müsst ihr natürlich hier diese INO-Datei anwählen. Das ist jetzt was anderes, nicht wundern. Diese INO-Datei anwählen. Ja, ich mache jetzt mal auf Abbrechen, weil ich habe das hier jetzt schon angewählt. Das LoRa TX-WX-TDGO mit Wind, also mit Windsensor. Und dann erscheint das hier so. Ja, da ist auch diese .h-Datei ist auch mit drinne, automatisch. Das funktioniert alles gut. Dann auch hier ist es wieder wichtig, falls ihr das nicht schon habt, diese Libraries auch einzufügen. Das habe ich auch schon im letzten Video erklärt. Ihr kopiert einfach hier diese Libraries, fügt die bei Google ein, in die Google-Suche und ladet euch die einfach bei GitHub herunter. Wenn ihr das nochmal genau sehen wollt, wie das geht, bitte gerade das LoRa Decoder Video anschauen. Auch da habe ich das nochmal genau erklärt. Und wenn ihr das dann habt,
Ja, diese ZIP-Dateien geht ihr hier auf Bibliothek einbinden und eine ZIP-Bibliothek hinzufügen. Und dann wählt ihr die einfach die dementsprechende Bibliothek aus, die ihr runtergeladen habt. Fertig, mehr ist es nicht. Also auch hier müsst ihr diese Bibliotheken erst noch runterladen und mit einbinden in dieses Projekt. So, wie gesagt, schaut euch aber da nochmal das LoRa Decoder Video an vom letzten Mal. Da habe ich das nochmal genauer gezeigt und erklärt. Ja. So, was müssen wir dann sonst noch hier machen? Und zwar hier. Hier müsst ihr natürlich euer Call eintragen. In der ursprünglichen Software, wenn ihr die runterladet, dann steht hier vom Klaus der Call. Ja? Dann die SSID, ja, also als was das dann bei APRS erscheinen soll, in dem Fall als WX Station, also als Wetterstation, habe ich jetzt hier die 12. Dann APRS, das bleibt dann alles soweit stehen, das steht dann auch schon so da. Dann tippt ihr hier eure Positionsdaten natürlich ein, gell? Die umgerechneten Positionsdaten, ne? Die, wo ihr vorher mit dem APRS-Umrechner, wo ich euch den Link ja in die Videobeschreibung gesetzt, umgerechnet habt, von euren metrischen Positionsdaten in diese APRS-Positionsdaten. Was dann da hinten dran steht, könnt ihr dann löschen hinter dem E, außer den Unterstrich hier. Ja, da ist ja so ein Unterstrich. Also East Unterstrich, das muss bleiben. Dann müsst ihr noch eure Höhe eingeben. Und zwar eure Höhe in Fuß, nicht in Meter. Ja? Also ihr habt dann das E, Unterstrich, Querstrich, A ist und immer fünfstellig, ja, die Höhe eingeben. Also 00 in dem Fall, jetzt wenn ihr jetzt zum Beispiel auf 130 Meter seid, wäre das 00427, also 427 Fuß, das sind 130 Meter. Auch dafür gibt es einen Umrechner im Internet. Auch davon werde ich euch den Link in die Videobeschreibung setzen, dann müsst ihr nicht lange danach suchen. Ja, das ist halt immer so eine Sache mit diesem APRS-Internet-Server. Diese ganzen Daten müssen halt erst dafür aufbereitet werden, ja, umgerechnet werden. Es ist halt leider so, ne? Dann könnt ihr noch hier das WX umändern. Hier steht dann in eurer Originalsoftware, was ihr runterladet, WX Mainz. Dort könnt ihr dann anstatt WX Mainz dann eure Ortschaft hinschreiben oder eure Stadt. Und ja, hier unten, ne, ich habe jetzt hier WX Sickenhofen. Ihr könnt auch jetzt zum Beispiel, wenn ihr in Berlin wohnt, WX Berlin hinschreiben. Ja, das war's dann auch schon. Mehr ist es nicht. Wie gesagt, vorher die Bibliotheken mit einfügen. Und schon kann es losgehen. Und schon könnt ihr hier auf den Hochladepfeil, ne, steht ja auch, wenn man so drauf geht, hochladen. Dann könnt ihr diese Software auf euer V2-Board draufladen. Wie gesagt, COM-Board vorher auswählen, das Board auswählen, diese Libraries hinzufügen, diese, ne, ZIP-Libraries, ZIP-Bibliotheken, die, wo euch halt noch fehlen. Wenn ihr da schon welche habt, braucht ihr es nicht mehr. Das könnt ihr einfach feststellen, indem ihr einfach auf den Hochladepfeil klickt. Dann wird hier unten, wenn euch eine Library fehlt, eine Fehlermeldung kommen, wo dann auch drin steht, welche Library ihr noch runterladen müsst. Ja, und dann ist das schon passiert. Dann ist die Software schon auf dem V2-Board. Dann könnt ihr alles anschließen, ja. Und ja, alle Sensoren montieren, wenn ihr das soweit fertig habt. Und dann kann es schon losgehen. Ja. Ich würde das auch, ja, erst machen, ne? Ich würde erst die Software auf das Board flashen und dann in Ruhe die Anbauteile montieren und dann kann es schon losgehen. Ne? Gut. Ich hoffe, auch diesmal hat es euch wieder gefallen. Ein kleines LoRa-Video am zweiten Weihnachtsfeiertag. Ja, ich hoffe, ihr konntet die, wie gesagt, die Weihnachtsfeiertage gut verbringen bis jetzt, auch trotz dieser ungewöhnlichen Situation, was wir zurzeit haben. Und ja, ich wünsche euch weiterhin auch noch ein paar schöne Feiertage bis ins nächste Jahr. Und dann hoffe ich, dass wir uns da wieder gesund und munter auch wiedersehen im nächsten Video, beziehungsweise ihr mich seht und ihr hoffentlich viele Kommentare wieder hinterlasst. Das würde mich natürlich sehr freuen. Ne? Gut. Auch jetzt, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch sehr freuen und über ein Abonnement natürlich auch.
Gut, dann macht's mal gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.